ganzen Traumblick-Fans, die diesen Flug miterleben dürfen, die allerersten beim König des Alpenpanorama-Chalets, Michael. Genau. Da wenn schon, denn schon. Dann müssen wir jetzt ein bisschen posten. Flexibel, ne? Man kann überall hin, wo man möchte, in ganz toll. Gewisse Höhen und auch irgendwo landen. Ne? Ganz toll. Also ja. Wirklich, das war jetzt ganz traumhaft. Ich bin fix und fertig. Also, richtig glücklich bin ich. Gut, ich kann es nicht anders machen. Machen wir noch mal ein paar Fotos und dann gehen wir essen. Ne? Ganz schön. Und vielleicht auch zukünftige Gäste vom Alpenpanorama-Chalet. Wir durften gerade hier in diesem wunderschönen Haus hinter mir 2 super Ferienwochen verbringen. Und zwar in der oberen Ferienwohnung Traumblick, die über 2 Etagen geht, mit Blick in die Alpen. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe das. Ein wunderschöner Fernblick. Und unten gibt es dann noch die Ferienwohnung Luxus. Wir hatten eine tolle Zeit, wir hatten super Wetter und vor allen Dingen gibt es hier in diesem Haus einen zauberhaften Gastgeber. Das ist nämlich der Michael Schittenhelm, der das hier alles wunderbar arrangiert. Ich kann euch nur sagen, das war hier wirklich eine kleine Zeit im Paradies. Und natürlich gibt es auch einige Highlights, die wir im Urlaub erlebt haben. Das allergrößte Highlight, was wir erlebt haben, das war nämlich gestern und davon will ich euch jetzt erzählen. Wir haben nämlich gestern einen Ausflug mit dem Heli in die Schweiz rüber gemacht. Und zwar sind wir mit dem Helikopter, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Helikopter geflogen. Ich bin ein begeisterter Flieger, das heißt, bin auch schon in kleinen Flugzeugen geflogen und auch in größeren, aber im Helikopter noch nie. Und das war ein ganz besonderes Ereignis. Und diese Empfehlung kam natürlich von unserem zauberhaften Gastgeber Michael. Und zwar kennt er den Pilot Kai. Auf jeden Fall ist es ein super toller, netter Pilot gewesen. Wir sind gestartet drüben in der Schweiz am Flughafen Altenrhein, sind dann mit dem Heli etwas in die Berge hochgeflogen, sind völlig cool auf einer popligen Kuhwiese, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gelandet. Sind dann zur Alpenhütte gelaufen, haben dort gespeist. Den Leuten ist der Mund offen stehen geblieben, wie cool wir dann dahin zu der Alpenhütte gelaufen sind. Da haben wir super gegessen, wir haben uns überhaupt nichts anmerken lassen. Anschließend sind wir völlig cool wieder zu unserem Heli zurück und sind zurückgeflogen. Tja, und eins muss ich euch sagen, wenn man noch nie mit zum Heli geflogen ist, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir wurden praktisch am Flughafen
völlig privat empfangen. Es war eigentlich so, als wenn man jetzt mit Freunden einen kleinen Flug macht. Eine Situation, die man so überhaupt nicht kennt. Wir waren ganz nah dran die ganze Zeit. Wir waren mit dabei beim Briefing, bei der Vorbesprechung. Wir sind um den Heli rumgegangen. Wir haben uns alles angeguckt. Der Pilot hat uns alles super erklärt. Wir sitzen also alle in dem Helikopter. Es fängt so ein bisschen an zu ruckeln. Man merkt, ja, dieser Schwengel wird immer schneller und es wird auch schon ein bisschen heftiger mit dem Ruckeln. Und irgendwann sagt der Pilot ganz cool zu uns, wir sind jetzt schon oben. Oben, liebe Freunde, heißt aber nicht da oben, sondern wir befanden uns vielleicht einen Meter über dem Fußboden. Das heißt, der Helikopter hat ganz langsam abgehoben und dann ist es völlig verrückt. Das ist wie im Auto. Er machte dann so ein paar Links- und Rechtsschwenks, auch so ein Stück nach hinten. Dann haben wir uns so ganz langsam gedreht. Es ist fast, als wenn man mit so einem langsamen Auto startet. Dann geht es so langsam raus auf das Flugfeld, aber eigentlich auch alles noch gar nicht so hoch. Und man denkt immer, wann geht es denn jetzt endlich los? Dann merkt man, das ganze Teil kriegt irgendwie ein bisschen mehr Auftrieb. Dann geht es so ein bisschen auch schon etwas höher. Und auf einmal ist es völlig wie so ein Flash. Die Bühne öffnet sich, mit anderen Worten, auf einmal hat man den totalen Blick auf den Bodensee und die Berge. Es ist einfach ein Rundum-Panorama und man ist eigentlich fix und fertig. Von dem Moment an vergisst man fast zu fotografieren, weil einem der Mund offen steht und man nur begeistert ist. Ich glaube, ich habe die Leute ein bisschen am meisten genervt, weil ich nur andauernd immer toll, toll, toll geschrien habe. Aber es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Der Pilot erklärt einem alles, man kann sich untereinander unterhalten, man kann den Pilot auch jederzeit ansprechen. Und es ist einfach, ja, ich kann euch das gar nicht anders beschreiben, man muss es erlebt haben. Es ist einfach etwas ganz, ganz Tolles. Und dann sind wir im Dunkeln, im Halbdunkeln zurückgeflogen. Am Bodensee ging die Sonne unter, man sah unten die ganzen Lichter von Bregenz und bis rüber zur Lindor-Insel konnte man gucken, die Lichter am Bodensee. Es war eine ganz traumhafte Stimmung. Fanden wir klasse? Und mit anderen Worten kann ich nur sagen, das müsst ihr irgendwann machen. Das ist spitzenmäßig ein ganz besonderes Erlebnis. Allerdings kostet es natürlich ein bisschen Geld, aber ich finde, das lohnt sich allemal. Also Leute, falls ihr jemals zu Michael Schittenhelm in dieses tolle Alpenpanorama-Chalet kommen solltet, fangt schon mal an zu sparen und unter anderem gönnt euch dieses Erlebnis. Und noch eine kleine Info für die Mädels. Der Pilot ist auch übrigens eine Augenweide. Das war sehr nett und hat mit dem ganz viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, das war das Highlight von unserem Urlaub. Wir hatten eine tolle Zeit hier. Wir danken Michael Schittenhelm, wir danken diesem Pilot und wir danken, dass wir so ein tolles Erlebnis hatten. Also, ich sage nur zum Schluss, nachmachen und tschüss!